Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Nicole, euer Szeniker vom Blick Aktuell TV. Heute bin ich beim Koblenzer Sommerfest im Rahmen von Rhein in Flammen und wir wollten mal wissen, was euch hierbei am meisten gefällt. Bevor ich mich auf die Suche nach ein paar Gesprächspartnern mache, gibt es erstmal eine Stärkung. Das Veranstaltungsgelände ist richtig groß und überall gibt es etwas zu sehen. Mit etwas Süßem im Bauch wage ich mich beim ADAC auf ein Surfbrett. Ich bin so froh, dass der nette junge Mann an meiner Seite ist. Ohne ihn hätte ich mich sonst schon längst hingelegt. Jetzt hole ich mir endlich was zum Naschen. Es geht in Richtung Rummelplatz und ich kann der Zuckerwatte einfach nicht mehr widerstehen. Auf den Fahrgeschäften am Moselufer ist richtig was los und auf den Wiesen sehe ich schon überall Menschen, die es sich gemütlich gemacht haben. So wie ich bin, setze ich mich einfach mal dazu. Seid ihr da zum ersten Mal heute beim Koblenzer Sommerfest oder wart ihr schon letztes Jahr und davor die Jahre da? Ja, ich bin zum dritten Mal jetzt hier. Weshalb? Warum kommst du mal wieder? Was gefällt dir so? Ja, es ist halt einfach schön, hier so zu sitzen. Es sind viele Leute unterwegs und man trifft immer Leute, die man kennt. Gerade bei schönem Wetter kann man schön draußen sitzen, ein bisschen was trinken, ein bisschen Feuerwerk gucken und danach noch feiern gehen, wenn man Lust hat. Wir hatten eine kleine Schiffstour gemacht, eine Stunde lang, haben so ein bisschen die Gegend hier erkundet, waren kurz in der Altstadt und wollen jetzt eigentlich heute Abend hier mal so ein bisschen feiern noch. Warum habt ihr die Braut hier hingeschleppt? Die andere Trauzeugin war das. Das gibt's doch gar nicht. War spontan. Hätte jetzt auch schief gehen können, ne? Hättest du auch sonst noch wo es landen können. Wie ist denn so dein Eindruck bis jetzt? Also ich finde es bis jetzt sehr gut. Ich war noch nie hier und ich wollte eigentlich immer schon mal Rhein in Flammen sehen. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum wir jetzt hier sind. Was erhoffen Sie sich denn noch von dem Abend? Ein schönes Feuerwerk und noch was Leckeres zu essen. Und warum seid ihr denn heute hergekommen? Was war der Anlass? Sommerfest. Feuerwerk. Ja, wir kommen aus dem Dorf. Weil es nicht so belebt. Und Koblenz ist ja eine schöne Stadt. Eine sehr schöne Stadt. Wenn das eine Reichweite ist, dann muss man schon die Gelegenheit nutzen. Sollte man die Gelegenheit schon nutzen. Die Gelegenheit haben an diesem Tag weit über 100.000 Menschen genutzt. Die Zeit, die mir bis zum Feuerwerk bleibt, nutze ich, um mir das Bühnenprogramm etwas näher anzusehen. Hier auf der Blue Stage in der Nähe von der Pfaffendorfer Brücke wird gerade der Koblenzer Karaoke-Star gesucht. Man muss schon echt mutig sein, um sich einem großen Publikum zu stellen und dann auch noch zu singen. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit, ein Hoch auf uns. Auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Baby, tell me, does she love you like the way I am? Gut, dass ich nicht in der Jury sitze. Ich könnte mich bei den vielen Auftritten gar nicht erst entscheiden, wer der Beste ist. Trotzdem gab es einen eindeutigen Sieger, in dem Fall eine Siegerin, nämlich Tabea Emmel aus Stromberg. So Tabea, du hast ja jetzt beim Koblenzer Karaoke-Star 2016 hier den ersten Platz abgeräumt. Eine richtig geile Nummer hast du uns ja gezeigt. Dankeschön. Wie war das? Also ich meine, singst du schon länger, weil du hast ja wirklich eine Hammerstimme. Dankeschön. Ja, ich sing schon länger. Ich mach das seit... Ich glaube, richtig angefangen auf Bühnen zu singen habe ich mit 13 Jahren und ich gehe jeden Mittwoch ins Irish Karaoke singen. Vorne dran habe ich gedacht, ah ja, das ist so ein lockeres Ding, aber es waren ein paar echt gute Leute dabei, wo ich so gedacht habe, wahrscheinlich doch nicht, aber jetzt ist doch so passiert und ist nicht so, dass man damit unzufrieden ist. Der Countdown zum Feuerwerk läuft endlich. Ich mische mich noch einmal unter die Besucher, die schon gespannt auf den Höhepunkt warten. Ja, das Feuerwerk ist schön auf jeden Fall. Man chillt mit den Freunden, macht Spaß. Ja, überwältigend. Super, gute Stimmung, viele Leute. Was habt ihr bis jetzt hier schon so gemacht? Schmeckt's? Also wir kamen noch nicht weiter als bisher. Ja. Der erste Eindruck denn, wie ist es denn bis jetzt abgesehen davon, dass das Bier gut ist? Ja, super geil, aber es ist natürlich auch wetterabhängig. Das passt natürlich auch heute. Das ist letztes Wochenende wär wahrscheinlich halb so viel los. Aber Wetter heute Abend ist ja super, ja. Von daher läuft, ja. Ja. So wie die anderen kann ich es kaum noch erwarten. Von der Pfaffendorfer Brücke aus schaue ich mir das bunte Treiben auf dem Wasser und in der Luft an.
Zu einem Musikmix abgestimmt, wird der Himmel über dem Rhein zum Leuchten gebracht. Das Sommerfest 2016 hier in Koblenz war wirklich schön. Es gab coole Musik und viele nette Leute. Und ja, und wie ihr gerade selber sehen konntet, war auch das Feuerwerk wirklich schön mit anzusehen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich bin Nicole, euer Szeniger von Blick Aktuell TV.